Was geht ab, meine Seafighter? Ronaldinho hier. Und heute gibt es ein Showcase zu meinen Söhnen, zu dem Free-to-Play LR Trunks und LR Trunks als Combo. Mein Free-to-Play LR Trunks ist an der Stelle auf 100%. Mein LR Trunks da werden wir gemeinsam mit ihm in eine Rotation packen. Ich gehe in das Boss Rush Stage, die vorletzte Stage, in JP natürlich heißt, diese Stage wird noch zu uns kommen. Ich habe mit dem Resane Team, es würde eigentlich besser gehen in einem Future Team, aber ich habe Future Gohan nicht, deswegen für Resane Team wohlgemerkt. Wir werden da auf jeden Fall halten, die beiden LR Trunks, heute wird es sich um die beiden LR Trunks drehen, denn in einer Rotation linken sich beide wirklich sehr, sehr gut und, oh, korrekt, da haben wir es schon legit, hier. Boom, die beiden, da seht ihr schon, die linken sind wirklich sehr solide an der Stelle, geben sich sehr gute Linkskills, geben sich auch einen Verteidigungsboost, wenn wir das hier Ganze betrachten dürfen. Unser Free-to-Play LR Trunks hier an der Stelle 131.000 Angriff, unser LR Trunks 157.000 und schaut euch die Verteidigung an vom Free-to-Play LR Trunks, ja. Die Sache ist ja mit ihm so, wenn er gegen zwei oder mehr Gegner kämpft, bekommt er zusätzlich nochmal Key plus 8 und auf Attack und Death 20.000 dazu. Also der Boy ist auf jeden Fall an der Stelle sehr, sehr solide. Deswegen würde ich sagen, wir legen direkt los und ja, hauen wir mal hier ein, zwei Charaktere hier zur Seite. Und mit LR Trunks hier an der Stelle, ah okay. Denn die haben nicht Vollkey, aber fast Vollkey. Also die LR Trunks Combo wird sehr, sehr gut sein. Ich habe natürlich auch LR Gohan, unseren Boy, mit reingepackt. Aber LR Gohan will ich auf jeden Fall in der anderen Option halten. Entweder mit Ultimate Gohan oder dann an der Stelle mit Super Saiyan 3 Gotenks. Wir sind zu einem, oh, 1,7 Millionen Angriff jetzt schon. Okay, das wird auf jeden Fall wehtun, wenn es ein Crit ist. 3,2 Millionen! Was? Ulti, die wird uns gar nicht ankratzen. Ja, krass. Da kommt LR Trunks auch mit 1,7 Millionen. Also die LR Trunks Combo, die ist richtig geil. Das Duo rund um 3,9! Was? Also die Jungs haben schon alles gezeigt, weil die sehen, ich zeig auch vollen Einsatz, Ronaldinho Gaucho. Unser Boy Ronaldinho, ja, ich hatte keinen Bock mehr auf Dokkan. 3,2 Millionen. Was? Ich meinte Ronaldinho, ja, Ronaldinho. Ich hatte keinen Bock mehr auf Fußball, jetzt spiele ich Dokkan. Das meinte ich. Hab mich da ein bisschen verplappert. Aber ja, mach nichts an der Stelle. Ja, ihr seht schon, ja, die Jungs hier, die haben ja nicht so viel drauf. Die sollen einfach mal angreifen. Also wir haben schon brutal die Action gesehen von unseren Boys, von LR Trunks, noch LR Gohan. Also, ich wollte gerade sagen, wir werden wahrscheinlich nicht das ganze Boss Rush machen. Ich will die Jungs hier nur showcasen. Aber die sind schon fast Maximum gegangen. Die sind all out gegangen. Also, richtig geil an der Stelle auf jeden Fall. Anyway, soll nicht heißen, dass wir jetzt natürlich Schluss machen. Wir machen weiter, so ist nicht. Aber ja, wir haben Ultimate Gohan hier in dem Hybrid Saiyan Team an der Stelle. Ultimate Gohan auch auf jeden Fall eine Karte. Wir sollten es auf jeden Fall nicht unterschätzen. Hybrid Saiyan Team hat dann noch einen weiteren LR bekommen. Man könnte quasi ein ganzes LR-Team bauen in dem Hybrid Saiyan, außer den Leader natürlich. Mit der Ultimate Gohan, LR Gohan, die zwei LR Trunks, LR Mighty Mess und LR Kid Gohan aus dem Super Battle Road. Also, da geht auf jeden Fall sehr, sehr viel. So, und ihr merkt wahrscheinlich, warum habe ich diese Stage genommen, beziehungsweise das Boss Rush, weil wir überwiegend am Anfang zumindest gegen zwei oder mehr Gegner kämpfen, heißt die Pässe von unserem Boy LR Trunks prockt sich da an der Stelle. Wir werden dann natürlich auch betrachten, wie das Ganze aussieht, wenn die Passive nicht prockt, also wenn wir nicht gegen zwei oder mehr kämpfen. Wenn euch das Ganze bisher schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da an der Stelle. Und falls ihr neu seid, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Ich würde sagen, genug rumgealbert, oder wir kämen mal zurück zu der normalen Freeze. Ach, Ronaldinho. Falls ihr 3,1 Millionen Crits Additional Ulti. Der Boy will's wissen, meine Söhne wollen einfach zeigen, was die Sache ist. Krass. Im Alleingang. Falls ihr den Trick nicht kennt, ja, ihr nehmt ein normales T-Shirt, zieht es euch drüber über den Kopf und boom, schon werdet zu Ronaldinho und macht den Bolzplatz unsicher und greift da an wie noch was. Für diejenigen an der Stelle. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall Ultis raushauen. Bei dem wir auf jeden Fall Key benutzen. Bei LR Gohan ist das der Fall. Yes, ist es. Ja, wir lassen einfach jeden mal ulten, würde ich sagen. Healen tun uns mal nicht. Wir einfach mal betrachten, wie viel Schaden wir bekommen. Weil Ultimate Gohan macht unser Team auf jeden Fall da sehr tanky. Dann haben wir noch an der Stelle einen Supporter mit dabei. Mit Super Saiyan Gohan aus dem World Tournament. Der die Super Types auf jeden Fall an der Stelle boost. So, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich gucke ganz kurz noch was nach nebenbei. Ja, okay. Ja, der hat kein Crit, gar nichts. Nur Level 5 Crit, glaube ich, meiner. Falls das meiner war, den Friend weiß ich gar nicht. Ich war einfach dankbar, dass ich einen gefunden habe und ihn einfach mitgenommen. Aber LR Gohan hier an der Stelle. Wir wissen ja, mit Super 17 müssen wir erstmal mit Key-Angriffen, mit Key-Ultis die Barriere senken. Wenn er keine Barriere mehr
hat, machen wir viel Schaden gegen ihn. Dürfen wir noch nur Melee-Attacken einsetzen, heißt keine Ki-Attacken. Das werden wir gleich betrachten, nämlich das wird angezeigt in den Ultis. 112.000, also auf jeden Fall wehgetan. Alright. Ja, zum Beispiel hier, der benutzt auch Ki. Barriere hat sich gesenkt, wie ihr gesehen habt. Er ist sogar gestunt. Nice. So, was meine ich damit nämlich? Guck mal, wenn wir uns jetzt hier Ella Trunks anschauen, ja. Hier steht dran, das ist ein Ki-Symbol. Das heißt, sein Ulti, da benutzt er Ki. Das wird als Ki angewendet, gezählt. Und bei der Ultra Super Tag ist dieses Zeichen nicht da. Heißt, er macht Nahkampfangriffe. Und das ist der Unterschied. Falls ihr euch mal gefragt habt, warum ist das Ding da? Anyways, jetzt sehen wir schon, okay, jetzt kämpfen wir nicht mal gegen zwei oder mehr Gegner. Heißt, wir haben an der Stelle unsere Passive nicht geprockt, beziehungsweise die ganze. Wir haben nur Attack plus 25.000, aber keine weiteren noch dazu auf den Angriff und auf die Verteidigung. Jetzt bin ich mal gespannt, wie unser Schaden dementsprechend aussehen wird. Ihr seht schon, wir brauchen ein bisschen mehr Ki. Aber eben mit Ella Trunks in der Rotation, es ist so geil. Es ist so geil auf jeden Fall. Genau, ich gucke an der Stelle kurz nebenbei mal nach, wegen den Free-to-Play Ella Trunks. Ob ich da irgendwas vergessen habe zu zählen, zu sagen. Ja, okay, nice, nice, nice. Ah, mit Ella Trunks habe ich jetzt die Ultra Super Deck gemacht. Ich hätte auch die erst noch machen müssen. Beziehungsweise wäre es besser wegen der Barriere. Okay, mit einem Crit kommt auf eine 500.000. Ihr merkt schon, wenn die Barriere ab ist, dann machen wir echt wenig Schaden. Genau, so, aber die Runde, ob sie das beendet, weiß ich nicht. An der Stelle, wie lassen wir zusammen? Also Ella Gorn, Ultimate Gorn liegen sich auch wirklich solide an der Stelle, will ich euch nicht anlügen. Ich würde sagen, wir lassen das so, weil wir brauchen auf jeden Fall noch Ki für Ella Gorn irgendwie. Der soll auf jeden Fall ulten, damit wir die Barriere down bekommen und wir den hier auseinandernehmen dann in der nächsten Runde, beziehungsweise angreifen können. Genau. So. Ultimate Gohan, ich wird leider auch eigentlich unterschätzt, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht haben nicht viele für ihn gesammelt, aber die Hybrid Saiyan. Schaut mal, was für ein spitzen Team ich hier habe an der Stelle. Hybrid Saiyan sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Das geht auf jeden Fall noch besser sogar. Genau, hier wie gesagt, Passive von Ella Trunks, Attack plus 25.000 at Start of Turn. Wie gesagt, hat er immer, wenn wir gegen zwei oder mehr Gegner kämpfen, bekommt er Ki plus 8 und auf den Angriff und Verteidigung weitere 20.000. Mit der ersten Ulti macht er Colossal Damage, mit der zweiten tut er greatly seinen Angriff erhöhen für eine Runde und macht mega Colossal Damage. Link Skill Message from the Future, Super Saiyan Cold Judgment, Royal Lineage, Dismal Future, Shattering Limit, Legendary Power. An der Stelle ist natürlich sehr, 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 sehr solide mit dem Ella Trunks, mit dem anderen, meine zwei Söhne, und die dreht sie natürlich und die haben das Ganze direkt am Anfang weggerockt. Also die sind halt wirklich, diesen Leute krass unterwegs. So, die andere Sache jetzt an der Stelle ist, wenn wir jetzt Ki-Ultis benutzen, dann hielt er sich. Und jetzt haben wir halt ein Problem. Es sei denn, ich versuche, aber ich glaube nicht, weil wir Ghost erscheinen, dass quasi das trotzdem durchgeht. Wir haben legit ein Problem. Ich würde eigentlich ungern wirklich diese Combo auseinandernehmen. Wir müssen halt die Ultra Super Tech machen bei beiden. Kommen die aber nicht drauf. Es sei denn. Also ja, ich muss es einfach tun. Er wird sich healen davon, weil es. Ja, das ist auch kein Ultra Super Tech. Das ist auch kein Ultra Super Tech an der Stelle. Ja, was soll's, dann wird er sich halt healen, dann müssen wir ihn irgendwie anders auseinandernehmen. Dann seht ihr mal, wie das mit Super 17 funktioniert. Für zwei Runden haben wir eben diese Chance, wenn die Barriere down ist, dass wir ihn angreifen können mit Melee-Attacken. Die Jungs an der Stelle machen jetzt halt Ki-Attacken, er wird sich daran richtig gut healen. Das habt ihr auch an der Stelle gemerkt, aber ja, was soll man machen? Anyways, wie gesagt, mir ging es wirklich darum, die zwei Jungs hier vorzustellen, wie die fett reinhauen, und die haben halt richtig total reingehauen, direkt am Anfang, das hat mich gefreut. Wir werden daher nicht, er ist auf Full Life, ihr merkt schon, Super 17 nimmt an der Stelle sehr viel Zeit, aber mir ging es darum, einfach die zwei Jungs hier zu showcase, und die waren am Anfang direkt alles rausgehauen. Ich mache einen Deal, ich würde sagen, wenn wir so lange noch bei Super 17 sind, Gohan, macht Gohan mit der Ulti Ki, nee. Okay, wenn wir noch so lange bei Super 17 sind, bis wir unseren Doka-Mode bekommen, dann machen wir noch den Doka-Mode und machen Schluss für das Video, weil das eine der zwei Jungs den Doka-Mode aktivieren, irgendeinen der beiden Trunks. Wenn nicht, aber ich denke, das wird demnächst sein. Naja, machen wir halt so weiter, bis wir quasi dann bald Schluss machen. Ich will nicht, dass das Video so allzu lang geht, weil ihr merkt schon, es geht schon ein bisschen, es geht nicht so lange, aber wir sind auf der ersten Stage noch, heißt, es kann auch richtig lange gehen, wenn wir das Ganze, wow, Boss Rush hier machen, nice Crit an der Stelle. Deswegen, schauen wir mal, wie das Ganze läuft, aber die zwei Jungs haben fast 4 Millionen Crit beide, also bitte, das war richtig geil von den Jungs da zu sehen.
Es war echt geil. Also ihr merkt schon, die zwei in einer Combo, falls euch gefallen hat, ob der Free-to-Play-Chunks gut ist. Der Electronics ist wirklich sehr solide. Ihr könnt ihn quasi Free-to-Play auf 100% bringen, Free-to-Play euch holen. Was heißt Free-to-Play auf 100%? Also ihr könnt die ganzen Dupes öffnen, Free-to-Play, die Orbs braucht ihr natürlich trotzdem. Aber SC10 und so könnt ihr Orbs Free-to-Play alles öffnen. Ist natürlich ein harter Grind, aber der lohnt sich. Vor allem dieser Trunks an der Stelle ist wirklich sehr, sehr solide für das Super Battle Road. Ja, GG. Hier können wir mit ihm natürlich nicht ulten. Wir haben ihn. Okay, wir können leider nicht ulten mit ihm. Dann machen wir es einfach mal so. Boom, soll der ulten. Der soll nicht ulten, weil im Dokkamot auf jeden Fall. Wir haben Ele Trunks in der nächsten Rotation. Ele Gohan. Der mag es gerne schnell zu ulten, weil der braucht nicht so viel Key. Ich würde gerne mit einem der beiden Jungs und Dokkamot aktivieren und das Ganze dann demnächst beenden. Er ist eine, die Jungs exkalieren komplett und beenden das. Schauen wir mal. Eine Mille so. Also Ele Trunks. Physisch Ele Trunks. Summonable. Weißt du warum? Den sollte man auf jeden Fall auch nicht unterschätzen. 120% von Angriff, High Chance to Crit. Beziehungsweise 50-50 Chance to Crit. Und genau. Ich nehme sehr, sehr solide Units. Er wird sehr tanky mit jeder Ulti. Ich bin ehrlich, ihm fehlt es an Angriff-Key-Link-Skills. Er hat ein bisschen Link-Skills. Er hat viele Link-Skills, die ihm Key geben. Ich glaube, nur Super Saiyan gibt ihn an der Stelle einen Angriff-Boost. Aber. Okay, ihr merkt schon. Oh, schade, schade. Wir kriegen den Dokkamot leider. Wir kriegen den leider hier. Unumgänglich. Unser Dokkamot. Leider auf keine Trunks. Ja. Finde ich ein bisschen schade. Was soll's? Dann sollte hier einfach mal. Was machen wir? Soll ich Gohan übernehmen? Soll ich Gohan übernehmen? Ich denke ja, Gohan übernimmt das. Ah, finde ich ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Finde ich echt ein bisschen schade, aber ich komme nicht drum weg, den Dokkamot nicht hier zu aktivieren. Anyways, dann würde ich sagen, wir geben hier dem Ele Gohan eine Ehre. Shoutout an Azni. Ja, unser Boy Azni Ernst hat endlich letzten Endes Gohan gepult. Deswegen würde ich sagen, wir erteilen ihm hier die Ehre. Und lassen Ele Gohan hier den Dokkamot aktivieren. Ich hoffe, wie gesagt, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Wie gesagt, ich wollte auf jeden Fall die beiden Ele Trunks, meine beiden Söhne, zusammen in der Combo spielen. Ihr habt gesehen, zusammen in der Combo in einem Team sind sie wirklich sehr, sehr solide. Es geht sogar noch besser in einem Future-Team. Da ist ihr Boost besser als in einem Retain-Team, was Angriff anbelangt. Wenn ich das Ganze kurz mal anklicken darf. Und die zwei Jungs haben aber dennoch direkt am Anfang wirklich gezeigt, was sie drauf haben mit fast 4 Millionen Crit. Also machen sie auf jeden Fall ihren Ele-Status wert. Vor allem der Ele Trunks Free-to-Play, der hat mich echt... Also wenn ihr die beiden in einer Rotation spielt, als Duo, sie teilen sich wirklich sehr viele Linkskills, sie kommen easy auf die Ulti, sie machen viel Schaden dadurch, sie sind tanky dadurch. Ihr habt es gesehen, sehr, sehr gut. An der Stelle, wie gesagt, Shoutout an Azni für den Dokkamoti, es sei denn, Ele Gohan bricht ihn nicht seinen Nacken oder bringt ihn hier nicht zur Seite. Wow. Ihr merkt schon, Ele Müllhahn. Wir nehmen die ganzen Shoutouts zurück. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Hier ist Ultimate Gohan. Ja, Ultimate Gohan. Das ist hier die Azni-Kombo, ja. Das ist die Azni-Kombo. Er ist ja ein totaler Gohan-Freak. Und hier haben wir quasi jeden Gohan, der hier quasi dabei ist. Ich wollte mich schon verabschieden, aber Gohan sagt dir, Shop. Chill, chill, chill. Du wolltest mit Ele Trunks das Ganze beenden. Hier hast du das. Dementsprechend vielen lieben Dank an der Stelle. Und jetzt darf Ele Trunks an die Reihe und hier eskalieren und das Ganze beenden. Aber dann wird er das auch beenden, hoffe ich. Nee, wird auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich hoffe dementsprechend, die Jungs machen hier noch gut, schon noch gut, was sie drauf haben. Aber ja, sie sollten das auf jeden Fall melden. Anyways, vielen Dank fürs Zusehen, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wie gesagt, zum 80.000 Mal, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche auf jeden Fall noch eine schöne Restzeit. Ronaldinho signing off. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.